Im Airbus A380 von Frankfurt nach Singapur. Auf diesem Flug sind im Cockpit die Frauen in der Überzahl. Als Kind war es mein Traum, den Jumbo zu fliegen. Da gab es den 380 halt noch nicht und jetzt habe ich meinen Traum erfüllt, den 380 zu fliegen. Also das ist einfach toll. Gut 10.000 Kilometer bis Singapur. Dafür müssen zuvor mehr als 170 Tonnen Kerosin getankt werden. Das hier ist das Refueling Panel, dort wo der Tanker einstellt, wie viel Sprit wir mitnehmen wollen. Mit knapp 500 Passagieren an Bord ist LH778 fast ausgebucht. Von der Economy bis zur First Class. Insgesamt 21 Flugbegleiter umsorgen die Reisenden. Es gibt heute wie immer Kaviar in der First Class mit den traditionellen Beilagen, Zwiebeln, Ei, Zitrone. Die Mischung aus Teamwork, Technik und großer weiter Welt sorgt dafür, dass Fliegen nicht zur Routine wird. Jeder Flug ist ein anderer, kein Tag gleich dem vorherigen. Und diese Kombination an Verschiedenheit, die finde ich unheimlich toll. Fast 12 Stunden ist die A380-Crew unterwegs. Auch die Besatzung muss mal Pause machen. Wir haben 12 Kohlen insgesamt und ansonsten sind die meisten aber wirklich so weit, dass sie sagen, okay, die Zeit machen wir die Augen zu und wir schlafen. Flughafen Frankfurt. In der Lufthansa-Basis bereitet sich die Crew eines Airbus A380 auf ihren Einsatz vor. Das Ziel ist Singapur. Heute im Cockpit First Officer Antje Schäper, Senior First Officer Stefanie Bub und Flugkapitän Joachim Schwarzenberg. Flieger ist da, Shanghai. Mhm. Wir sind pünktlich gerechnet, haben allerdings 8 Minuten Luft, was jetzt nicht so arg viel ist bei 11 Stunden 40 Flugzeit. Genau. Und wir eventuell ein bisschen um Gewitterwolken rumfliegen müssen. Ein bisschen kreisen müssen, genau, aufgrund des Wetters. 174 Tonnen Sprit. Der Flug ist lang. In 11 Stunden und 40 Minuten werden die Lufthanseaten knapp 10.300 Kilometer zurücklegen. Auf dem Weg sind die Bedingungen sehr gut. Wir haben nur eine kurze Zone nach ungefähr 6,5 Stunden, wo es vielleicht mal wackeln könnte. Wo die Gäste aber hoffentlich schlafen und nicht viel von mitbekommen. Und für Singapur selbst ist das Wetter halt wie so, das zur Jahreszeit ist. Es quält ein bisschen, könnte hier und da mal einen Schauer durchziehen. Aber dafür haben wir dann die eben erwähnten 174 Tonnen dabei. Heute haben wir gesagt, aufgrund der etwas labilen Wetterlage nehmen wir ungefähr eine halbe Stunde mehr Sprit mit, um das aussitzen zu können. Die Frau Schäper sitzt vorne rechts, die wir den Flug her durchführen. Der Herr Schwarzenberg, der Kapitän, sitzt standardmäßig vorne links. Und ich sitze hinten in der Mitte und beobachte und gebe laut, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll. Ansonsten bin ich eher zurückhaltend auf dem Hinweg. Ja. Nebenan sind die Vorbereitungen der Kabinenbesatzung bereits in vollem Gange. Der heutige Flug ist fast ausgebucht. Wir haben einige Special Meals. Es gibt das bunte Programm. Also wir haben Kinderessen bestellt, wir haben vegetarische Essen bestellt. Wir haben spezielle Essen bestellt, wo Passagiere aufzahlen, um ein aufgewertetes Gericht zu bekommen. Was wir dann direkt natürlich zu denen an Platz bringen. Also darauf müssen wir achten, natürlich in der im Briefing sozusagen, was wir an Bord jetzt mit unserem Catering-Agenten machen, dass das da ist und nachher dann auch zum Gast bringen. Hallo zusammen. Michael, grüß dich. Hi. Joe Schwarzenberg. Ja, ihr Lieben, nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem Kurzausflug nach Singapur. Wann immer wir Turbulenzen bekommen, und das kann ja auf so einem langen Flug immer sein, bei 11 Stunden 40, das ist damit auch die Flugzeit, ist es so, dass wir am besten stehen, wenn wir mit dem Flugzeug eins sind. Das heißt, wenn ihr euch einfach oben am Headrack abstützen könnt, ja, dann habt ihr eine Hand, seid fest verbunden, ist eine gerade Linie bis zum Boden und ihr könnt euch wirklich gut halten. Wenn ihr euch nur so auf den Sitzen festhaltet, werdet ihr immer ausgehebelt und fallt wieder runter. Also denkt einfach daran, damit habt ihr sogar noch eine Hand frei, mit der ihr vielleicht den Wagen, wenn ihr dann gerade seid, auch ein bisschen manövrieren könnt. Und das ist dafür da, dass ihr erstmal an euch zuerst denkt, an eure Sicherheit zuerst denkt. Und das ist mir wichtig. Auf dem Flug nach Singapur werden sich insgesamt 21 Flugbegleiter um das Wohl der knapp 500 Passagiere kümmern.
Das Flaggschiff der Lufthansa hat eine Vier-Klassen-Konfiguration mit Economy, Premium Economy, Business und First Class. Noch 55 Minuten bis zum Abflug. First Officer Antje Schäper wird in Frankfurt starten. Also erstmal grundsätzlich geht es darum, dass das Briefingpaket, was wir eben im Briefingraum besprochen haben, wir auf die Bordcomputer überspielen. Das habe ich gerade gemacht und mit diesem Gerät haben wir das Briefing eben auf der Basis gemacht. Das habe ich jetzt überspielt per Kabel hier an den bordeigenen Computer, sodass wir das schon mal haben und wir anfangen können zu arbeiten. Aufgrund der Tatsache, dass wir inzwischen ein paperless Cockpit haben und kein ausgedrucktes Papier, keinen ausgedruckten Flugplan mehr haben. Und wenn das erstmal geschaffen ist, ist es so die Basis, mit dem wir arbeiten können. Und dann fange ich an, ein paar Systeme zu checken, andere Systeme einzuschalten, wie zum Beispiel Spritpumpen, Klimaanlage, Lichter, etc. Das Gute daran ist, dass eigentlich über den Update, den wir jetzt auf der Basis gemacht haben, auch alle Systeme, alle Unterlagen, die wir haben, immer auf dem allerneuesten Stand sind. Das heißt, wir haben immer die modernste oder die aktuellste Version von den Kartenunterlagen, von unseren Dokumentationen. Das ist richtig klasse. Das ist ein gutes System. Wo, sagte der Rampagens, sind die Fische? Vorne. Vorne. Die wollen es warm haben, tropische Fische. Hier haben wir die Temperaturregulierung für unsere Frachträume. Und wenn wir zum Beispiel temperatursensible Fracht dabei haben, wie zum Beispiel Tiere, gibt es immer ganz bestimmte Kategorien, wie die Temperatur eingestellt werden soll. Heute haben wir tropische Fische dabei, die möchten es natürlich gerne warm haben. Da bekommen wir nachher aber auch noch eine gesonderte Information zu. Meist liegt das so bei um die 20 Grad, das haben wir hier schon mal eingestellt. Aber Hunde und Katzen haben wir heute nicht. Während die Flugbegleiter die Mahlzeiten zählen, macht Flugkapitän Joachim Schwarzenberg den sogenannten Walkaround. Moment, jetzt ist ein Sicherheitscheck. Schau nach, ob irgendwas Verbotenes da drin liegt. Das ist so eine Vorschrift vom Luftfahrtbundesamt und deswegen schaue ich da rein. Das hier ist das Refueling-Panel, dort wo der Tanker einstellt, wie viel Sprit wir mitnehmen wollen. Und ich kann jetzt sehen, was er getankt hat und ich sehe, dass wir genau die Menge, die wir geordert haben beim Briefing, auch in den Tanks drin haben. Bei der obligatorischen äußerlichen Sichtkontrolle überprüft der Kapitän den technischen Zustand der Maschine. Was ich mir hier anschaue, sind speziell die Hydraulikleitungen. Wir haben extrem hohen Druck, 5000 PSI und die sind aus Kevlar und die waren früher am Anfang ein bisschen anfällig, sind aber mittlerweile alle trocken, aber es gehört zum normalen Outside-Check, dass wir gucken, ob diese Leitungen irgendwie feucht werden, woran man merkt, dass sie irgendwie verschlissen werden. Hier sind alle trocken, alles prima. Bremsen sehen gut aus. Sieht man hier an diesem Zapfen, den man auch sehen kann, der steht noch ganz weit raus und wenn die ganz flasch sind, also genau diesen Abstand haben, kann man immer noch mehrere Landungen machen. Das sieht alles sehr gut aus, die Bremsen sind neu. Die Reifen sind auch sehr neu, haben noch viel Profil. Wobei das Profil beim Flugzeug nicht so wichtig ist. Beim Airbus A380 sorgen vier Triebwerke vom Typ Rolls-Royce Trent 900 für jeweils 70.000 Pfund Schub. Hier wird jetzt der Triebwerkseinlass kontrolliert. Es ist eine sehr empfindliche Stelle von Triebwerk, weil die Luft einfach bei der hohen Geschwindigkeit auch ohne Strömungsschwierigkeiten überhaupt in den Motor reinkommen muss. Also wird gerade dieser Bereich sehr kontrolliert und man schaut sich auch insgesamt die Verkleidung in dem Motor selbst, in diesem Teil des Gehäuses an. Einfach wenn diese Platten fehlen, wird der Motor sehr laut und dann funktioniert es auch nicht mehr. Und vor allem werden die Schaufeln auf irgendwelche kleinen Schäden untersucht oder überprüft. Untersucht nicht, aber überprüft. Ja. Falls ein Vogel reingeflogen ist oder ein Stein oder was auch immer, das würde man dann sofort sehen. Und dann würde die Technik überprüfen, ob diese Scharte okay ist oder ob es im Prinzip ausgewechselt werden muss, die Schaufel. Das Ergebnis der äußerlichen Sichtkontrolle dokumentiert Joachim Schwarzenberg anschließend im technischen Logbuch der Maschine mit Erkennung Mike India. Ich bin jetzt mit dem Gesamtzustand dieses Flugzeuges zufrieden und überzeugt. Und mit dieser Unterschrift dokumentiere ich, dass ich dieses Flugzeug akzeptiere. Und damit können wir auch den Flug beginnen. Wenn ich diese Unterschrift nicht gebe, werden wir auch nicht fliegen.
Boarding completed. My name is Jochen Schwarzenberg, and I'm glad to have you on board in our Lufthansa A380 service towards Singapore. And of course, I welcome you on behalf of the entire team. We're just about to close the last doors, and I expect a departure here on time, as well as the landing in Singapore with a flight time of 11 hours and 40 minutes. Please make sure that your seatbelts are fastened for the whole flight, even if the seatbelt signs are switched off. So I'm sure that you're feeling comfortable on board. Just relax and enjoy your flight. Noch 5 Minuten bis zum Start. Trimtank Fuel. Das stimmt ja fast aufs Kilo. Takeoff Weight 521,6 Kilo. Also 522. Gut. Gut. Beim Start sitzt Senior First Officer Stephanie Bub hinter den Piloten und unterstützt ihre Kollegen, wenn nötig. Die Geschwindigkeiten für den Start heute sind relativ hoch, auch aufgrund unseres Gewichts. Das ist die V1, sogenannte Entscheidungsgeschwindigkeit. Liegt heute bei 143 Knoten. Ja, muss man ungefähr mal 1,8 rechnen in km/h. Gut, hören wir zu. Das ist die Geschwindigkeit, bis wohin wir den Start abbrechen können und aber auch noch auf der Bahn, vor dem Ende der Bahn zum Stehen kommen. Ja. Bei 158 Knoten ungefähr heben wir ab, sind so ungefähr 300 km/h, 290. Und dann sind wir in der Luft und dann kann es losgehen. Auf Block ist 02. Okay. 778, go ahead. Lufthansa 778, 128755, danke, tschüss. Die A380 startet heute auf der 4000 Meter langen Bahn 1.8, auch Startbahn West genannt. Lufthansa 778, Runway 18, clear for takeoff. Ich bringe Sie noch auf die Centerline. You have control? I have control. Takeoff. Noch gut 11 Stunden bis Singapur. Mit dem Start in Frankfurt ist Antje Schäper zufrieden. Der Abflug lief gut. Als wir zur Startbahn kamen, ist gerade ein Flugzeug gestartet. Eins war noch vor uns, also das hat super geklappt. Sodass wir auch sehr wahrscheinlich pünktlich in Singapur ankommen. Ja, heute hatten wir einen besonderen Fall, da wir eine Abflugroute geflogen sind, die an einem bestimmten Punkt eine bestimmte Höhe fordert. Und da wir aber vor allem auf den Singapur-Flügen recht schwer sind, schaffen wir unter normalen Umständen diese Höhe nicht, wenn wir normal beschleunigen würden wie sonst. Deswegen haben wir die Höhe der Beschleunigung hochgesetzt. Und zwar genauso hoch wie die geforderte Höhe an dem Punkt. Normalerweise beschleunigen wir dann in 1000 Fuß. Also über Grund sind es 300 Meter über Grund beschleunigen wir. Da man aber natürlich bei der Beschleunigung die Nase runternimmt und Fahrt aufnimmt, geht das wiederum auf die Steigrate, haben wir das an diesem Fall nicht gemacht, weil sonst wären wir zwar schnell gewesen an diesem Punkt, aber nicht so hoch. Wir sind jetzt gerade quer ab von München. Eben konnte man rechts den Flughafen ganz schön sehen, so ein helles weißes Rechteck. Es geht dann gleich auf direktem Weg Richtung Österreich, quer durch, südlich von Linz nach Ungarn. Meist bekommt man dann, wenn man so Richtung Österreich oder Ungarn kommt, auch nochmal eine kleine Abkürzung. Und dann geht das relativ geradeaus. Man arbeitet sich eigentlich von Direct zu Direct, also von Abkürzung zu Abkürzung. Kurz vor der österreichischen Grenze wackelt es plötzlich, ohne jede Vorwarnung. Lufthansa 778, identified. Hallo, Direct Tigri. Direct to Tigri, Lufthansa 778. Confirm Direct Tigri for ATF 43 on Alpha. Correct. Thank you. Just to confirm, also direct Tigri for Lufthansa 778? Korrekt. Danke. Was wir gerade eben gespürt haben, dieser Wackel, das war einfach eine Wirbelschleppe eines anderen Flugzeuges, die wir gekreuzt haben. Das war dieser kleine Bump, den wir gerade eben gespürt haben. Also absolut normal, kommt immer wieder vor und macht einem Flugzeug, wie wir es haben, überhaupt nichts aus. Man merkt es eben. Okay.
genau. Wir sind jetzt gerade bei dem österreichischen Lotsen eingecheckt. Das war der Schlagbaum. Das war der Schlag, genau, das war die Grenze. Nein. Sind jetzt gerade beim Lotsen in Österreich angekommen. Und die Grenze zu Österreich ist hier an diesem Punkt, der heißt Eseger. Und natürlich checkt man immer ein paar Minuten oder ein paar Momente vorher ein, damit man nicht einfach reinfliegt, ohne Bescheid zu sagen. Es ist aber so, dass zumindest hier bei uns in unseren Breiten die ganzen Flugkontrollzentren miteinander verbunden sind. Das heißt, die wissen, dass wir kommen und können uns auch dementsprechend einplanen. Das heißt, wir geben irgendwann die Grobplanung auf und die Flugkontrollzentren machen das Feintuning und staffeln dann den Verkehr, so wie wir es brauchen. Wir wollten eigentlich 2000 Fuß höher fliegen. Das können wir nicht, weil 2000 Fuß über uns jetzt ein langsameres Flugzeug fliegt. Der A380 fliegt sehr schnell und damit kommen wir zu dicht an den Rand. Deswegen müssen wir jetzt unter dem vorbeifliegen oder er biegt irgendwann ab und dann können wir auch wieder hochgehen. Das stimmt. Ja. Kann man sogar sehen, das ist dieser Kollege hier. Da steht eine Plus 2.0, der ist 2000 Fuß über uns und das ist, da er auch auf unserer Route fliegt, ist es wahrscheinlich sogar genau der, der uns vom Steigen abhält. Aber 20 Meilen ungefähr ist er vor uns, das dauert nicht mehr lang. Haben wir ihn unterholt? Grundsätzlich ist, je höher man fliegt, desto weniger Wettergeschehen, desto ruhiger wird es im Flug. Der zweite Punkt ist, dass man eine höhere True-Airspeed hat aufgrund der dünneren Luft und wir insgesamt effizienter und spritsparender fliegen. Also da kommen viele Punkte zusammen. Das ist im Vergleich zu früher, zu Kolbenflugzeugen, der riesengroße Vorteil. Ja. Höher, schneller, ruhiger und angenehmer. Und das ist natürlich mit dem 380 die Krönung. Flugbegleiterin Stefanie Sulek umsorgt die 8 Passagiere der First Class im Oberdeck des Megaliners. Es gibt heute wie immer Kaviar in der First Class mit den traditionellen Beilagen, Zwiebeln, Ei, Zitrone. Toast habe ich im Ofen, das wird gleich noch frisch warm gemacht. Dann gibt es eine Auswahl an Vorspeisen. Wir haben Salat mit 2 verschiedenen Dressings. Es gibt noch einen kleinen Vorspeisenteller mit Kürbiswürfeln. Es gibt Garnelen mit Mango und Edamame und Ochsenfilet mit Steinpilzen. Brötchen habe ich schon warm gemacht. Der Toast dauert noch einen Augenblick. Den brauchen wir einen kleinen Augenblick später erst. Aber wir haben jetzt schon mal die Brötchen warm gemacht. Da werden jetzt die Tische eindecken, so richtig mit Tischdecke und Salz- und Pfefferstreuer und allem, was dazu gehört und frischem Brot. So, Toast ist fertig. Ich gehe jetzt rein und biete die Vorspeisen an. Der Luxus hat seinen Preis. Ein First-Class-Ticket von Frankfurt nach Singapur und zurück kostet ab 10.000 Euro. Deutlich bodenständiger geht es heute in der Business-Class zu. Gerade jetzt zur Oktoberfestzeit gibt es immer ein spezielles Gericht, was von Flugbegleitern dieses Jahr ausgewählt wurde. Auch. Und ist dieses Jahr halt Schnitzel mit Kartoffelsalat und den Serviettenknödel Carpaccio als Vorspeise. Also beim Fluggästen kommt es eigentlich ganz gut an. In meiner Sektion, wo ich arbeite, da haben die Hälfte jetzt sich fürs Oktoberfest-Menü entschieden sozusagen. Scheint wohl ganz gut zu laufen, ja. Und dann bräuchte ich noch einmal den Fisch bitte. Mit 78 Gästen ist die Business Class auf diesem Flug ausgebucht. So, zum Nachtisch haben wir erstens eine bayerische Creme, passt natürlich super jetzt gerade zum Oktoberfest wieder auf. Dazu eine Auswahl an Früchten oder halt verschiedene Käsesorten. Und dazu bieten wir halt an, natürlich zum Käse, ob es ein Portwein sein soll oder halt vielleicht zum Dessert. Natürlich Espresso, Kaffee, Tee, alles was gewünscht wird. Ja, das wäre das Angebot. Nach dem Essen schlafen die meisten Passagiere. Und auch ein Teil der Flugbegleiter hat erstmal Pause. Dafür gibt es das sogenannte Crew Rest Compartment unterhalb der Passagierkabine auf der Ebene des Frachtraums. Die Piloten haben ihre eigenen Ruheräume, direkt hinter dem Cockpit. Wir haben 12 Kojen insgesamt. Sauerstoffmaske ist mit dabei. Wir haben ein kleines Leselicht für diejenigen, die also praktisch nicht schlafen können in ihrer Pause. Die können sich dann praktisch
mit Buch oder mit Illustrierten irgendwie vielleicht die Zeit vertreiben. Und ansonsten sind die meisten aber wirklich so weit, dass sie sagen, okay, die Zeit machen wir die Augen zu und wir schlafen. Nach knapp 6 Stunden Flug bricht ein neuer Tag an. Kabul, good morning, Lufthansa 778. Lufthansa 778, Kabul, good morning, go ahead. Lufthansa 778, we are estimating Limon at 0142, level 370, request entry. Lufthansa 778, roger, the estimate is PAYTOX and DOBAT. PAYTOX estimate is 0210 and DOBAT 0218. Lufthansa 778, thank you. Next report over Lamad. Kuljava Lamad, Lufthansa 778. Wir sind jetzt kurz vor Afghanistan. Wir haben jetzt erstmal die Höhe gewechselt von 35.000 Fuß auf 37.000 Fuß. Das war eine Höhe, die war die ganze Zeit eigentlich seit Frankfurt für uns blockiert. Jetzt haben wir sie bekommen. Und wir haben uns auch gerade die Freigabe geholt, um nach Afghanistan einfliegen zu können. Ist nach wie vor ein Brennpunkt, weil viel Verkehr über diese Strecken läuft. Muss auch besonders gestaffelt werden, deswegen muss man rechtzeitig die Einfluggenehmigung holen, damit das besser koordiniert wird. Und das haben wir gerade eben gemacht, mit der Extrafrequenz erstmal angerufen, gesagt, hallo, wir kommen. Die haben gesagt, ist in Ordnung, könnt weiterfliegen. Sonnenaufgang ist immer wieder schön. Es ist zwar manchmal, wenn man müde ist und die Sonne einem genau ins Auge knallt, auch anstrengend, aber es ist immer wieder schön, so wie jetzt, wenn man das sieht. Das hat was. Selbst nach 40 Jahren Fliegerei ist das immer wieder was Erhebendes und schön. Wir liegen zeit- und sprittechnisch voll im Plan. Das ist genauso, wie es sein soll. Ja. Aktuell haben wir noch 87 Tonnen an Bord von unseren ursprünglichen 174 Tonnen getankt und wollen aktuell mit 22 Tonnen in Singapur landen. Also haben wir noch ausreichend Reserven für das Wetter, was wir erwarten. Also da sind wir gut aufgestellt. Stefanie Bub ist seit 17 Jahren Pilotin. Ihre Berufswahl hat sie nie bereut. Als Kind war es mein Traum, den Jumbo zu fliegen. Da gab es den 380 halt noch nicht. Und jetzt habe ich meinen Traum erfüllt, den 380 zu fliegen. Also das ist einfach toll. Klar ist man da schon auch stolz. Also es gibt ja nicht so viele Piloten auf der Welt, die das machen können. Doch Stefanie Bubs Flüge als Senior First Officer auf der A380 sind gezählt. Die nächste Stufe der Karriereleiter wartet bereits. Das ist jetzt mein drittletzter Flug auf dem 380. In gut 4 Wochen werde ich auf Kurzstrecke wechseln, erstmal ins Type Rating gehen und dann Kapitänin auf dem 320 zu werden. Nach einer etwa 6-monatigen Ausbildung. Der Abschied vom 380 fällt definitiv schwer. 320 fliegt natürlich Europa, das ist auch wieder mal eine ganz andere Erfahrung, anderes Streckennetz. Ich freue mich auf die Aufgabe, ein Team führen zu dürfen und dann auch mal letzten Endes komplett das Sagen zu haben. Und ja, also wird auf jeden Fall spannend und wird auch eine Herausforderung. Ja. Seit 30 Jahren setzt Lufthansa Frauen auch im Cockpit ein. Was 1988 eine Sensation war, ist heute fliegerischer Alltag. Ich habe für mich immer gedacht, wenn der Luftverkehr so zunimmt und die Auswahlkriterien so hart sind, können wir eigentlich dieses Wachstum nur stemmen, wenn die Frauen dazukommen. Und ich persönlich war immer der Meinung, dass Frauen das genauso gut können wie Männer. Ich glaube, diese Aussage, dass Frauen das nicht können, stammt aus der Zeit, als wir noch richtig Kraft bewegt haben, aus den Anfängen der Fliegerei, wo die großen Maschinen wirklich noch mit Kraft geflogen worden sind. Heute ist es Fingerarbeit, Fingerspitzengefühl. Und ich habe eigentlich nie irgendwas erlebt in der Form, dass man sagen würde, das passt nicht zusammen. Heute beträgt der Anteil der Pilotinnen bei Lufthansa 7%, Tendenz steigend.
Bei der Kranich Airline sind derzeit 15% der Anwärter auf einen der höchsten Arbeitsplätze der Welt weiblich. Was wir jetzt auf der linken Seite sehen, ist der Himalaya Hauptkamm. Der wird auf der linken Seite durch den K2 begrenzt. Und dann haben wir eigentlich diese Reihe von 8000ern, die eigentlich auf der rechten Seite dann vom Mount Everest begrenzt wird. Und zwischendrin auf der Nanga Parbat. Und es ist heute ein traumhaft guter Blick, einfach weil man auch das Relief so richtig schön erkennen kann. Und das ist so was Faszinierendes, weil meistens hat man hier Quellwolken, sodass man einfach nur weiß, da ist der Himalaya. Aber man kann es nicht so toll erkennen wie heute. Und das ist einfach wunderschön. Was man hier erkennen kann auf dieser Karte ist die Minimumhöhen, die wir als Piloten über diesem Gebirge halten müssen. Und man sieht, man hat hier über Jaipur, über Delhi, hat man 11.000 Fuß, die man halten muss. Und dann kommen wir hier in den Bereich 27.700, hier 29.100 Fuß. Und das Ganze steigert sich auf 31.100 Fuß. Hier kann man bei Kathmandu wahrscheinlich nur schwer erkennen, hier ist der Flughafen von Kathmandu. Und hier ist dann der Mount Everest. Und unser Flugweg selbst im Moment geht eigentlich entlang dem Fluss Ganges. Wir haben erstmal Kurs gesetzt auf Lucknow. Das ist eine der Städte, die die Briten hier noch gegründet haben. Da geht es über Benares oder heute Varanasi weiter Richtung Kalkutta. Wachablösung im Cockpit. First Officer Antje Schäper ist zurück aus der Ruhepause. Jetzt ist der Kapitän an der Reihe und die Frauen übernehmen die Steuerung des größten Passagierflugzeugs der Welt. Hallo Steffi. Hi, Antonia. Ausgeschlafen? Ja, mehr als 2 Stunden braucht der Mensch nicht. Ja, vor allem nicht nachts. Vor allem nicht nachts, nein. Also netto hatten wir 3 Stunden 40 an Ruhezeit. Geht natürlich immer noch so vorher und hinterher 15 Minuten ab, bis man im Bett ist, sein Bett gemacht hat. Aber so auf 2,5 Stunden, 3 Stunden kommt man schon. Ich konnte heute ganz gut schlafen, der Flug war ruhig, war die richtige Uhrzeit. Ist natürlich kein Vergleich zu dem eigenen Bett und 9 Stunden Schlaf am Stück. Aber auch 2 Stunden mal hier sich ausklinken und Füße hochlegen ist schon eine gute Sache und man merkt auch, dass es gut tut. Guck mal, kaum kommen wir über den Golf von Bengalen, kommen die Wolken, ne? Ja, witzig, ne? Hauptsache, hier kommt nicht so üble Gewitter, wie man sie manchmal hat. Ja, genau. Wenn ich mir mal überlege, wie viel Leute am Flughafen sind, ihre Freizeit am Flughafen verbringen, um den Flugzeugen hinterher zu schauen. Das ist genau das, was mich auch immer begeistert hat, zu fliegen. Etwas, wo der Mensch immer von geträumt hat. Ja? Und das dann irgendwann selber machen zu können, das fand ich immer unheimlich toll. Das hat mich immer begeistert. Zu fliegen und das zu machen, was nicht viele können. Ich muss sagen, mir gefällt die Varietät der Herausforderungen. Einerseits ist das Team das hier, worum es geht. Man hat einen sehr, sehr großen menschlichen Aspekt, sei es der menschliche Aspekt in der Crew. Das Zusammenspiel, gerade auf dem 380, da haben wir 24 Crewmitglieder. Das ist immer sehr, sehr spannend, wie das Team sich fügt und auch wie man dann zusammenarbeitet. Genauso natürlich die Passagiere, 509 Gäste. Da ist immer einer beide aus der Reihe tanzt, sage ich mal. Aber dann hat man hier natürlich auch neben der menschlichen Komponente die technische Herausforderung. Genauso die meteorologische. Jeder Flug ist ein anderer, kein Tag gleich dem vorherigen. Und diese Kombination an Verschiedenheit, die finde ich unheimlich toll. Die Abwechslung, das hält wach und fit. Wir sind jetzt gerade über Bangladesch. Und hier, wo die Quellwölkung langsam anfängt, ist genauso die Grenze zum Golf von Bengalen. Es geht jetzt gleich weiter. Ich kann es hier gerade mal zeigen. Wir finden uns gerade genau hier, in dieser kleinen Ecke. Es geht jetzt weiter Richtung Myanmar. Also es ist immer noch empfohlen, einen In-Flight-Broadcast in Myanmar durchzuführen. Das heißt, dass man neben dem Lotsen, der an sich uns kontrolliert, per Radar, noch eine weitere Frequenz auf dem zweiten Funkgerät aufschaltet und eine sogenannte Air-to-Air-Frequenz, um allen anderen Flugzeugen, die in dem Luftraum sind, trotzdem noch mal zusätzlich zu sagen, wo man ist, wo man hinfliegt, welche Höhe man gerade hat, um mögliche Konflikte zu vermeiden. Ja, und das Schöne ist immer, wenn man Myanmar hinter sich hat, weiß man schon, jetzt geht es langsam Richtung Ziel. Ja, da kommt man Richtung Thailand,
geht schon der Sinkflug los. Vielleicht kann man von Thailand sogar heute ein bisschen was sehen. Kommt man Phuket vorbei. Das ist auch das Schöne, die Welt von oben zu sehen. Also das macht mir unheimlich viel Spaß. Nachts wie tags. Ich meine, jetzt ist es zwar bewölkt, aber wir haben vorhin den Himalaya wunderschön gesehen. Man hat ja einen 1A-Panoramablick hier, muss man ja sagen. Man sitzt in der ersten Reihe. Der 380 hat noch schön tief ausgeschnittene Fenster. Ja, manche würden es für so einen Blick Geld bezahlen. Oh ja. Auch Flugbegleiterin Stefanie Frey ist aus ihrer Ruhepause zurück und bereitet das Frühstück für die Economy Class vor. Ich hole die heißen Essen aus dem Ofen und teile die auf. Also gerecht auf zwei Wagen, dass die Kollegen auf beiden Seiten etwa gleich viel haben. Und ja, heute gibt es Rührei mit Spinat und einem guten Bratwürstchen. Endspurt. Noch knapp 80 Minuten bis zur Landung in Singapur. Die Planung dafür läuft bereits. Also wir haben jetzt hier das aktuelle Wetter aufgeschlagen, hier auf diesem Display. Da sehen wir, dass aktuell die 2.0, also die Runway 2.0, für uns wahrscheinlich die 2.0 Center, in Frage kommt. Die haben wir hier auch eingegeben. Sieht jetzt am Anfang vielleicht etwas verwirrend aus, aber wir kommen von hier oben aus Norden her. Über Thailand kommen wir angeflogen. Und das ist dann hier der Teil der Anflugroute. Führt uns direkt in den Endanflug. Und dieses Stückchen hier ist die Arrival Route mit diesen magentafarbenen Zahlen. Das sind sogenannte Constraints, die wir auch überprüfen müssen, ob sie richtig eingegeben wurden. Da geht es darum, bei einem bestimmten Punkt eine gewisse Mindest- oder Maximalhöhe zu haben, genauso auch wie eine Geschwindigkeit, damit der Lotse damit schon rechnen kann, wie er am Ende dann staffelt. Und dann sieht man hier schon dann ein kleines Stück Endanflug. Hier geht es dann direkt in den Endanflug. Und da wäre dann der Punkt, wo wir das sogenannte BTV setzen. BTV heißt Break to Vacate. Das ist eine wunderbare Funktion auf dem A380. Geht es darum, dass wir dem Flieger jetzt schon sagen, bei welchem Taxiway wir von der Bahn rollen wollen. Vorher geben wir, das habe ich bereits schon gemacht, vorher geben wir die Wetterdaten hier in den Computer ein, dass das Flugzeug auch weiß, ist die Bahn vielleicht nass, trocken, Gegenwind, Rückenwind und so weiter. Das habe ich hier eingegeben. Und somit wählen wir jetzt die erwähnte Runway 2.0 Center aus. Das ist also die Übersicht vom Flughafen Singapur, sehr weit rausgezoomt. Ich zoome noch mal ein bisschen rein. Ja, und da wählen wir die Runway 2.0 Center aus, auf der wollen wir landen. Sehr wahrscheinlich, oftmals ändert sich sowas noch, aber... Und dann haben wir hier abgebildet die Taxiways, auf denen wir abrollen können. Ich mache es ein bisschen größer, sieht es mal vielleicht besser. Wir kommen ja aus dieser Richtung gelandet und rollen dann so ab. Da haben wir hier zwei Linien, die sogenannte Dry Line und die Wet Line. Grundsätzlich ist es so, dass wir immer einen Exit auswählen, der hinter der Wet Line ist. Falls man vielleicht mal ein bisschen länger landet oder die Bahn doch noch nass werden sollte, ist auch der Bremsweg entsprechend länger und so haben wir immer noch ein bisschen Puffer mit dabei. Also würde ich jetzt den Taxiway, der heißt Echo 7, auswählen. Parallel in der Karte nochmal schauen, ob dieser Taxiway Echo 7 auch zugelassen ist für den A380. Das haben wir hier auf der Karte. Der ist grün dargestellt, das sieht man dann hier. Jetzt wieder die Bahn und die Abrollwege, die sind in grün dargestellt. Also wähle ich den an. Dann sieht man hier oben die Daten, die wir jetzt ausgewählt haben, dass wir auf der Runway 2.0 Center landen. Die ist 4 Kilometer lang, das ist sehr komfortabel. Exit Echo 7 haben wir ausgewählt. Und bis dorthin sind es 2571 Meter. Und wenn wir damit einverstanden sind mit den Daten, wird die Autobrake auf BTV vorgewählt. Und dann steht hier oben BTV Blue. Wir wollen zur Landung 373 Tonnen wiegen. Mit diesem Gewicht und den Wetterbedingungen, die ich hier oben eingegeben habe, mit der Bahn, die ich ausgewählt habe, Singapore 2.0 Center, wollen wir etwa 2400 Meter Bahn benötigen und wie die Antje schon ausgerechnet hat mit dem BTV, ist das völlig ausreichend. Die 4 Kilometer Bahn haben wir vorhanden, also ausreichend Luft. Ja.
Und zur Landung werden wir nachher noch 23,5 Tonnen Sprit haben. Das ist 10 Tonnen mehr als die gesetzliche Vorgabe. Das heißt, sollte es zu Verzögerungen aufgrund von Gewitter etc. viel Verkehr kommen, haben wir da noch ausreichend Luft, um noch ein paar Kreise zu drehen und abzuwarten. Pünktlich zur Landung ist auch die Cockpit-Crew wieder vollzählig. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr erster Offizier aus dem Cockpit. Mein Name ist Antje Schäfer und ich fliege Sie heute nach Singapur. Ja, wir sind jetzt schon ganz in der Nähe von unserem Ziel. Die verbleibende Flugzeit noch in etwa 35 bis 40 Minuten. Hängt noch etwas an der Verkehrssituation in und um Singapur. Aber ich rechne mit einer pünktlichen Ankunft. Das Wetter aktuell ist ja der Jahreszeit angepasst, wie schon vorhin erwähnt. Ab und an zieht ein leichter Schauer über den Flugplatz mit einer leichter Quellbewölkung. Temperaturen aktuell um die 29 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie haben Ihren Flug mit uns heute Nacht genossen, haben auch etwas Ruhe und Schlaf finden können. Und ich wünsche Ihnen dann für Singapur einen schönen verbleibenden Tag, einen schönen Urlaub und eine gute Weiterreise. Lufthansa 778, Lufthansa 778, descend at level 330. Lufthansa 778, leaving level 390, descending level 330. 778 Singapore radar, conference scope 7602. 7602, we are on heading 100, descending level 330. Lufthansa 798, continue heading 090, sir, and descend to flight level 350. Lufthansa 778, heading 090, descend level 350. Normalerweise ist der Anflug noch viel weiter ausholend. Also der würde im Prinzip bis hier hinten gehen und dann wieder rein. Das heißt, wir haben schon eine sehr kurze Version von diesem Anflug bekommen. Jetzt müssen wir einfach sehen, wie uns der Fluglotse in den anderen Verkehr reinbringt. Unser Nachteil ist, dass wir sehr große Wirbelschleppen haben. Es ist viel Verkehr nach Singapur. Also müssen wir im Prinzip immer besonders behandelt werden und die anderen um uns herum gestaffelt werden. Und das bringt halt den einen oder anderen Schlenker mit sich. Das Wetter hält. Trotzdem gibt es eine kleine Verzögerung. Wir wurden jetzt gerade angewiesen, eine Warteschleife zu ziehen, hier kurz vor Singapur aufgrund des erhöhten Anflugverkehrs. Hier dargestellt, wir fliegen jetzt gerade in dieses Holding rein. Das ist dieser ovale Kreis hier dargestellt. Wie lange das dauert, müssen wir mal sehen, wurde uns noch nicht gesagt. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht allzu lange dauern sollte. Aber das macht natürlich den pünktlichen Schnitt kaputt. Also ziehen wir jetzt hier unsere Kreise über dem Wasser. Der Landeanflug auf Singapur beginnt. Meistens von vorne leicht umlaufend. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Schön. Spoiler. Rollouts. PTV. Anterior speed. Continue with Scooter 139. Lufthansa Whiskey 7, turn right Whiskey Papa.
Lufthansa 778, Whiskey 7 and Whiskey Papa. Are we too much, too far, or is it okay? A little bit too far, but it's okay. Ich bin nicht gerollt. Ich bin gerade eben, weil ich nicht abrupt bremsen wollte, weil das immer unangenehm ist für die Gäste, ein kleines Stück zu weit gerollt. Und das macht offensichtlich so viel aus, dass sie erst schauen mussten, ob die Brücke passt. Aber die Brücke passt und deswegen ist das alles noch im Limit, so wie es sein soll. Ein schöner Flug, ein, sagt ja immer, ein ereignisloser Flug, was ein guter Flug ist. Und auch im Anflug hatten wir Glück, dass da nicht die Quellwolken rumstanden, wie vorher angekündigt. Zum Anflug selbst, man hat natürlich hier immer ein bisschen Thermik durch die Temperatur natürlich, aber ich bin zufrieden. Aus meiner Sicht war das ein sehr schöner, ein sehr angenehmer Flug mit sehr netten Kolleginnen. Ja. Er ist genauso abgelaufen, wie ich mir das erwartet habe. Die Kollegen haben das super gemacht. Ich sitze ja hier vor allem als dritter Mann, um das Ganze noch zusätzlich zu überwachen. Aber da ich sehr professionelle Kollegen dabei hatte, war für mich sehr wenig zu tun. Ja. Feierabend nach 14 Stunden. Jetzt hat die Crew anderthalb Tage Pause. Dann geht es zurück nach Frankfurt.